Dieses Video wird dir präsentiert von Die Kümmerer. Reichskanzler Bernhard von Bülow hat ein Problem, also eigentlich einen ganzen Strauß an Problemen. Er hat den Kaiser unbeabsichtigt zum Horst gemacht. Russland, statt von Großbritannien entfernt, in dessen Arme getrieben und im Reichstag das seine Politik tragende Zentrum verkrault. Kein Wunder, dass Wilhelm II. Der 1900 bei der Ernennung von Bülows noch davon sprach, dass dieser sein Bismarck werden solle, nicht ganz so zufrieden ist. Wie konnte es so weit kommen? Jänner 1904. Der japanische Botschafter merkt in St. Petersburg freundlich an, dass man vom Zahnreich erwarte, sich aus Korea herauszuhalten und man seitens Tokio dafür bereit sei, auf alle Ambitionen in der Mandschurei zu verzichten. Der russische Bär lacht und schickt den Botschafter mit einem fröhlichen So-So nach Hause. Pech für Russland, dass Japan das gar nicht so witzig findet und im Februar, man will halt auch ein bisschen lachen, im koreanischen Port Arthur zwei russische Panzerkreuzer versenkt, einen Brückenkopf aufbaut und sogar keine Ambitionen zeigt, sich von den verdutzten Russen wieder vertreiben zu lassen. Nikolaus II. Schickt weitere Truppen. Der russisch-japanische Krieg hat begonnen. April 1904. Frankreich und das Vereinigte Königreich schließen die Entente Cordiale, um zu verhindern, dass man sich auf dem schwarzen Kontinent bei Umsetzung der eigenen imperialistischen Interessen ins Gehege kommt, teilt man Afrika in Einflusssphären auf. Ägypten wird, ohne dass man es gefragt hätte natürlich, den Briten zugeordnet, Marokko den Franzosen. Dieses Einvernehmen führt dazu, dass sich Deutschland, das bisher gut damit fuhr, dass Franzosen und Briten sich gegenseitig in Schach hielten, im Westen ein neuer Machtblock gegenübersteht. Oktober 1904. Ein von St. Petersburg gestarteter russischer Flottenverband auf dem Weg nach Asien sieht sich in der Nordsee einem Trupp japanischer Torpedoboote gegenüber. Nachdem der Feind freundlicherweise durch das Zünden einer Signalrakete seine Position verraten hat, ballert das gesamte Geschwader in die Nacht und versenkt erfolgreich einige britische Fischtrawler. Drei Fischer kommen ums Leben und London ist not amused. Ganz im Gegenteil zu Berlin. Dort erkennt man eine Gelegenheit. Man offeriert Russland ein Zweierbündnis, um so einerseits einen starken Verbündeten zu sichern, andererseits im Flottenwettrüsten mit Großbritannien mehr Freiraum zu erhalten, da die Insulaner mittlerweile mit größtem Missfallen auf die wachsende kaiserliche Flotte blicken. Großbritannien wiederum sieht die Gefahr, dass ein russisch-deutsches Bündnis, das mit Sicherheit die Konsequenz einer britischen Vergeltung für die Versenkung harmloser Fischerboote in britischen Gewässern nach sich zöge, bei seinen Ambitionen in Afghanistan, wo man sich wie im Iran mitten in einem Streit mit dem Zahnreich befindet, nicht hilfreich wäre. Frankreich hat ebenfalls kein Interesse an einem deutsch-russischen Verbrüderungsabkommen. Man will immerhin Elsass-Lothringen zurückhaben und je stärker der rechtsrheinische Kontrahent, desto unwahrscheinlicher die Erreichung dieses Ziels. Während die Deutschen nun mit Russland über ein Bündnis sprechen, machen die Franzosen sich an die Vermittlung zwischen St. Petersburg und London. Russland hat genauso wenig Interesse an einem Krieg mit dem Vereinigten Königreich wie die Briten selbst und erkennt die deutschen Avancen als das trojanische Pferd, das sie sind.
Also entschuldigt man sich bei den Engländern und erklärt Berlin, dass man nur unter Einschluss des verbündeten Frankreichs zu einem Bund bereit sei. Von Bülow lehnt ab und isoliert das Reich damit endgültig, während aus dem Zweierbund Paris-London nun die Achse London-Paris-St. Petersburg entsteht. Auch weil von Bülow immer wieder betont, wie dolle man doch Franz Josef lieb hätte und dessen Ambitionen auf dem Balkan unterstütze. Nichts, was Russland erfreuen könnte. Der Reichskanzler braucht einen Erfolg und da kommt es ihm gelegen, dass den Marokkanern langsam schwant, dass sie französische Einflusssphäre sind. In Tanga ist der Sultan aus wenig überraschenden Gründen nicht von der Idee angetan, das Schicksal Algeriens zu teilen, was formidabel zu Deutschlands Bestrebungen, den Franzosen Einhalt zu gebieten, passt. Also schickt von Bülow seinen Kanzler auf Staatsbesuch nach Marokko, wo dieser im März 1905 verkündet, dass die marokkanische Souveränität dem Reich am preußischen Herzen liege. Frankreich hat wenig Veranlassung, einen Krieg mit Deutschland zu riskieren. Man will zwar Marokko an die Grand Nation bitten, aber nicht um den Preis einer Auseinandersetzung mit dem hochgerüsteten östlichen Nachbarn. Um des lieben Friedens willen, den man zumindest so lange erhalten muss, bis man stark genug ist, um dem Bosch zu zeigen, wo der Hammer hängt, schlägt man Berlin vor, ein ähnliches Abkommen, wie man es bereits mit den Briten getroffen hat, abzuschließen. Blöd nur, dass von Bülow erstens den französischen Außenminister, der ihm schon die Sache mit Russland versaut hat, nicht leiden kann und zweitens man in Berlin davon ausgeht, dass man Frankreich zu mehr Zugeständnissen zwingen könne. Daher lehnt man das französische Angebot ab und besteht auf eine internationale Konferenz zum Thema Marokko. Die Idee dahinter, die versammelten Mächte zwingen Briten und Franzosen von ihren imperialen Ambitionen in Afrika Abstand zu nehmen und ermöglichen Deutschland damit die Isolationspolitik der Entente zu durchbrechen. Im Jänner 1906 treffen sich, auf deutschen Druck, Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Russlands, der USA, Österreich-Ungarns, Italiens, Spaniens, Portugals, Belgiens, Schwedens und der Niederlande im spanischen Algeciras. Die Konferenz endet mit einer katastrophalen diplomatischen Niederlage Berlins. Außer den Habsburgern will niemand das Spielchen mitmachen. Frankreich kann einen Handelsvertrag mit Marokko abschließen, der ihm maximale Vorteile sichert. Berlin und damit Reichskanzler von Bülow sieht sich zu Recht blamiert. Die Presse tobt und dem Reichstag droht, der konservative Bülow-Block zu zerbrechen. Der Vorwurf, die ganzen diplomatischen Initiativen seien Ausdruck einer verweichlichten Außenpolitik, die die wahre Stärke und Bedeutung der großartigen deutschen Nation zu verzwergen drohten. Statt die harte preußische Faust zu schwingen, werfe man mit Wattebäuschen. Von Bülow möchte seinen Posten gerne behalten, obschon er sich 1904 deutlich gegen den Völkermord an den Herero in Deutsch-Südostafrika positioniert hatte, sieht er sich selbst als harten Kerl, der Preußens Gloria in die Welt tragen will. Immerhin hat er das Schiffswettrüsten seines Kaisers nach Leibeskräften unterstützt und mit dem Bekenntnis der Nibelungentreue zu Österreich-Ungarn ein, so mag er es sehen, Zeichen der Stärke in einer Welt voll Feinde gesendet. Doch immer, wenn es hart auf hart zu kommen droht, funkt ihm der Kaiser dazwischen. Dieser mag zwar den Prunk und das militärische Säbelrassen, das echte Schießen aber ist nicht ganz nach Wilhelms Geschmack. Den Kaiser angreifen kann der Kanzler nicht, also muss es einen anderen Weg geben. Eine Erklärung, in der der Kaiser das Opfer dunkler Mächte, die ihn und damit das Reich schwer schwächen ist. Riesiger Jubel! In der Nacht vom 26. auf den 27. Jänner setzen bei der erst seit knapp einem Jahr verheirateten Mutter die Wehen ein und im Laufe des Vormittags zunehmend übermäßige Schmerzen. Irgendwas stimmt nicht. Ein Arzt muss her. Dieser stellt fest, dass das Kind sich im Mutterleib verdreht hat. Steißlage. Die werdende Mutter umklammert bei jeder Wehe den Arm ihres anwesenden Mannes. So stählern, dass dieser später berichten wird, er habe ihn noch Tage später kaum bewegen können.
Aufgrund der besonderen Situation entscheidet der Arzt, es ist niemand anders als der Leiter der Berliner Frauenklinik, er heißt Professor Eduard Arnold Martin, die Mutter mit Chloroform zu betäuben. Die Dame, die nun langsam in einen Dämmerzustand hinübergleitet, ist Prinzessin Victoria von Großbritannien. Der Mann, dessen Arm damit von weiterer Misshandlung gerettet wird, der spätere Kaiser Friedrich III. Und das Kind, der kleine Kaiser Wilhelm II. Wir befinden uns im Jahr 1859 im Kronprinzenpalast unter den Linden, Berlin. Am Nachmittag des 27. entscheidet Professor Martin, das Kind mittels, im Wortsinn, Kaiserschnitt zur Welt zu bringen. Allerdings sieht es zunächst so aus, als habe das Neugeborene die Prozedur nicht überlebt. Während sich der Arzt um die Mutter kümmert, nimmt sich Hebamme Stahl des vermeintlichen Leichnams an und will noch nicht aufgeben. Nach kurzer Zeit des Massierens plötzlich ein Weinen. Das Kind lebt. Die Garnison wird verständigt und die Salutschüsse befohlen. 25 bei der Geburt einer Prinzessin, 101 für einen Jungen. Das erklärt nun auch den aufbrannenden Jubel, als die Kanonen die 26. Salve abgeben. Mutter Victoria hat Großes mit dem Jungen vor. Sowohl intellektuell als auch sportlich soll er der Nation Vorbild werden. Da kommt es recht ungelegen, als wenige Tage nach der Geburt auffällt, dass der Kleine den linken Arm immer hängen lässt. Tatsächlich, das linke Ärmchen hat bei der Geburt einen Nervenschaden erlitten und wird sich davon auch nicht wieder erholen können. Man mag meinen, dass dieses Unglück im Vergleich zu den möglichen Folgen für Mutter und Kind, beide hätten bei der Geburt schlicht sterben können, zwar bedauerlich sei, jedoch das elterliche Glück kaum trüben könne. Doch das ist nicht der Fall. Mutter Victoria gibt wahlweise sich oder dem Arzt die Schuld und sieht die Tatsache, dass Wilhelm nicht makellos ist, als Versagen. Vater Friedrich hingegen, der bei der Geburt noch so hingebungsvoll für Mutter und Kind dagewesen war, beschließt, dass ihn das alles nichts anginge und entwickelt eine beachtenswerte Distanz zum eigenen Sohn. Das Ergebnis ist eine Kindheit, die der spätere Kaiser selbst als freudlos bezeichnen wird. Kaum ist er 7, wird er in die Obhut eines calvinistischen Lehrers namens Georg Hinzpeter gegeben. Dieser härtet den jungen Hohenzollern dadurch ab, dass er ihm oft nur trockenes Brot und Wasser gibt, ihn aber zum Ausgleich stundenlang Latein und Griechisch pauken lässt, wenn er den Jungen nicht ohne Sattel auf ein Pferd setzt und das verzweifelt gegen die Gravitation kämpfende Kind dort zwingt, möglichst heroisch auszusehen. Der Vater tröstet ihn, indem er ihn unreif schimpft, während die Mutter ihm der Einfachheit halber direkt die kalte Schulter zeigt. Der 12 Jahre zuvor in Königsberg geborene Philipp Friedrich Alexander zu Eulenburg kann nicht nur beide Arme bewegen, er wird weder von seinen Eltern ignoriert, noch durch einen überstrengen Lehrer drangsaliert. Die zu Eulenburg sind stinkreiche preußische Junker mit langer Militärtradition. Als 1866 beim Ausbruch des Deutsch-Preußischen Krieges zu den Waffen gerufen wird, ist es für den jungen Philipp selbstverständlich, das Gymnasium zu verlassen und den Rock des preußischen Königs tragend gegen die Habsburger und damit Deutschland zu ziehen. Kaum ist das und Wien erledigt, macht er sein Abitur, kehrt hernach als Sekondleutnant zurück in den Militärdienst und verdient sich im Feldzug gegen Frankreich das Eiserne Kreuz. Dann allerdings schmeißt er überraschend hin. Rückblickend schreibt er zu seiner Militärzeit: Ich komme jedoch mit meinen weit abliegenden Kenntnissen, Interessen und, ich kann wohl sagen, meiner Bildung, wie eine rechte Hand vor, die verurteilt war, einen linken Handschuh zu tragen. Und das war nichts für meinen unbändigen Geist. 1877 schließt er sein Jus-Studium mit gleichzeitiger Promotion ab und ist ab 1879 im Dienst des Auswärtigen Amtes, das ihn 1881 auf seine erste Außenmission schickt. Legationssekretär in München. Im heute russischen Oblast Kaliningrad
kreuzen sich am 19. April 1886 die Lebenswege des Thronfolgers und des Juristen. Bei einer durch einen Freund zu Eulenburgs auf Gut Brückwitz durchgeführten Jagdgesellschaft kommen die beiden Männer ins Gespräch und finden Gefallen aneinander. So sehr, dass zu Eulenburg den Kronprinzen noch im selben Jahr zur gemeinsamen Sommerfrische an den Starnberger See einlädt, wo er ihm andere seiner Bekannte und Freunde vorstellt, unter anderem zwei örtliche Fischer. Das wird noch wichtig werden. An seine Frau, die mit den 8 Kindern auf Schloss Liebenberg sitzt, schreibt der Diplomat: Prinz Wilhelm ist begeistert für meine Balladen und alles Nordische. Er steht stets bei mir und blättert die Seiten um. Wir sind auf dem allerbesten Fuß. Und so findet der Kaiser in Spee Eingang in eine Männerrunde, die später als Liebenberger Kreis bezeichnet wird. In dem Brandenburger Schloss trifft sich eine illustre Herrenrunde, um zu Eulenburgs Gedichten und Gesängen zu lauschen, zu musizieren, kleine Theaterstücke aufzuführen, wilde Zoten zu reißen und sich schlicht zu amüsieren. Dazu gehört als harter Kern: Richard, Fürst zu Donau-Schlobitten. Der Organisator der Jagdgesellschaft, auf der sich Wilhelm und zu Eulenburg kennenlernen. Friedrich Botho Graf zu Eulenburg, Bruder Philipps. Dietrich Graf von Hülsen-Häßler, Chef des königlichen Militärkabinetts. Georg Graf von Hülsen-Häßler, seit Kindertagen mit Wilhelm befreundet. Kuno Graf von Moltke, Flügeladjutant und Stadtkommandant von Berlin. Emil Graf von Schlitz. Axel Freiherr van Bühler von und zu Hemmingen, württembergischer Gesandter beim Bundesrat. Leute, die weder komplett bedeutungslos noch der Elite des Landes angehören. Vertreter des Establishments mit besonderen kulturellen Interessen und ein bisschen okkultem Schmäh. Im Jänner 1906, kurz nach der desaströsen Marokko-Konferenz, sieht von Bülow genau in dieser Runde die Möglichkeit, seinen Namen reinzuwaschen und den Kaiser zum Opfer dunkler Machenschaften zu machen, die ihn letztlich zu den verhängnisvollen Fehlern der letzten 2 Jahre gezwungen hätten. Hatte nicht Bismarck höchst selbst dereinst gegen zu Eulenburg und seine Kumpane gewettert? Es sind grässliche Leute. Ganz anders als wir, sentimental, geistergläubig, schwurgscheu, ohne Sinn für die Nüchternheit des politischen Lebens, ohne den Nerv der Tapferkeit, die eine große Nation braucht. Und der größte Teil ist auch noch geschlechtlich abnorm und nicht sauber. Da gibt's Zusammenhänge und Hautsympathien, die unsereins gar nicht versteht. War der Stadtkommandant von Moltke nicht kürzlich geschieden worden, nachdem ihm seine Frau Homosexualität vorgeworfen und zu Eulenburg als Scheidungsgrund angegeben hatte? War nicht die Ehe von zu Eulenburgs Bruder Botho aus gleichem Grunde zerbrochen? Belegten sich die Liebenberger nicht mit Kosenamen wie Seele, Alterchen, Dachs oder für den Kaiser Liebchen? Und stimmte es etwa nicht, dass Fürst zu Donau-Schlobitten gern mal in Frauenkleidern rumlief? Kurz, war der Kaiser nicht durch den Kontakt zu schwulen Männern, die versuchten, ihre liberale Agenda durchzudrücken, getäuscht und beeinflusst? Der Schwulenparagraf 175, der in Deutschland erst 1994 abgeschafft werden wird und männliche Homosexualität verbietet, sollte doch reichen, um den Kaiser vor den finsteren Machenschaften dieser Menschen und damit auch den eigenen Posten zu retten. So von Bülows wahrscheinlicher Gedankengang.
Sicher ist zumindest, dass er sich Anfang 1906 mit seinem außenpolitischen Berater Friedrich August von Holstein darüber austauscht, dass man durch Veröffentlichung der so wörtlich Päderasterie die guten Beziehungen, die zu Eulenburg mit dem französischen Botschaftsrat Raymond Lecomte unterhält, welcher diesen dem direkten Zugang zum Kaiser ermöglicht habe, zerstören könne. Die Zielrichtung war klar. Es ging darum, das Bild des Kaisers, das in der Presse als Wilhelm der Friedliche gekennzeichnet wurde, was im wilhelminischen Deutschland kein Kompliment war, und das des Reichskanzlers, der gern auch Schöner Bernhard oder schlicht Schönwetterkanzler genannt wurde, reinzuwaschen. Was nichts anderes bedeutete, als klarzustellen, welch harte, männliche, wehrhafte Rambos sie doch eigentlich seien. Klappte er dann auch super, 1914. Im Mai 1906 kommt es zu einem ersten Scharmützel, das den in Bälde ausbrechenden Vernichtungszug gegen zu Eulenburg ankündigt. Von Holstein, mittlerweile als außenpolitischer Berater des Kanzlers geschasst, hat nichts Besseres zu tun, als Eulenburg in einem Brief als Mann, mit dem man nicht verkehren solle, zu bezeichnen, was für den Kaiserfreund Grund genug ist, den Politiker zum Duell zu fordern. Durch hektisches Agieren im Hintergrund wird verhindert, dass zu Eulenburg den halbblinden und deutlich älteren von Holstein über den Haufen schießt. Während der Reichskanzler nach einem Schwächeanfall den Sommer über ausgefallen war, meldet er sich in November wieder zurück auf der politischen Bühne. Am 14.11. hält er unter Beifall besonders der rechten Abgeordneten Einzug in den Reichstag und redet über die Beziehungen zu Frankreich, Frankreich böse, die zu England, England auch böse, Österreich-Ungarn, ganz tolle Typen. Und über den Kaiser. Hoppla! Tatsächlich ist von Bülows Rede eine der längsten, die je im Reichstag gehalten werden. Zum Ende hin ergeht sich der Kanzler in Andeutungen, die nur als Hinweis auf dunkle Machenschaften gegen seine Majestät und bereits den ganzen Sommer über gestreute Gerüchte über eine Verschwörung gegen die Verfassung interpretiert werden können. Die Wiener Freie Presse schreibt dazu: Besonders interessant war heute das Verhalten des Fürsten Bülow gegenüber Kaiser Wilhelm. In seiner ersten großen Rede waren Warnungen vor einer Politik der einseitigen Aufmerksamkeiten und der Überschwänglichkeiten enthalten. Warnungen, die beinahe so klangen, als wären sie nach oben gerichtet. Er verwies darauf, dass Deutschland kein parlamentarisch regierter Staat sei wie England und dass die Ministerbeauftragte der Krone seien. Von einem persönlichen Regime könne man aber nicht reden, da Kaiser Wilhelm die Verfassung nie verletzt habe und nie verletzen werde. Merkwürdig war aber, dass Fürst Bülow, während er so den Kaiser verteidigte, auch zeitgleich wieder eine Warnung nach oben zu richten schien, indem er die Möglichkeit zuließ, dass ein Minister für einen allzu stark hervortretenden Subjektivismus des Monarchen die Verantwortlichkeit nicht mehr tragen wolle. Und ganz besonders merkwürdig klang, was Fürst Bülow zuletzt von der Hofkammerilla sagte. Er versicherte zwar, dass Kaiser Wilhelm zu klar denke und ein zu gerader Charakter sei, als dass Intrigen Einfluss auf ihn gewinnen könnten, aber ein Dementi des Bestehens seiner Kammerilla wird man in den Worten des Reichskanzlers vergeblich suchen. Es kann kein Zufall sein, dass 10 Tage später, am 24. November 1906, ein Artikel unter dem Titel »Tage des Zorns« in der Wochenzeitschrift »Die Zukunft« erscheint, in dem zunächst eine Reihe an Indiskretionen der letzten Jahre aufgezählt werden, denen allen gemein ist, dass die Betroffenen ohne eigenes Zutun um Amt und Würden gebracht wurden. Besonders delikat, in Anspielung auf den Dialog Mephistos mit Faust,
in der vorletzten Szene des Faust 1, es geht um den Vorabend von Gretchens Hinrichtung, wird ein Dialog zwischen einem Süßen und einem Hafner gedruckt. November 1906. Nacht. Offenes Feld im Uckergebiet. Hast du's gelesen? Schon Freitag. Meinst du, dass noch mehr kommt? Wir müssen mit der Möglichkeit rechnen. Er scheint orientiert. Und wenn er Briefe kennt, in denen vom Liebchen die Rede ist... Undenkbar. Aber sie lassen uns überall abdrucken. Sie wollen uns mit Gewalt an den Hals. Eine Hexenzunft. Vorbei. Vorbei. Wenn nur er nichts davon erfährt. Die Anspielung zielt darauf ab, dass letztlich der Kaiser... im Liebenberger Kreise Liebchen genannt, durch Schreiben aus dem Freundeskreis kompromittiert werden könne, obschon er selbst wie Goethes Gretchen keine Schuld trage. Und dass diese Schreiben, das ist die offene Drohung, veröffentlicht werden könnten. Hafner und der Süße sind zu Eulenburg und Molke. Auf den insgesamt 15 Seiten des Artikels wird dem Leser nahegelegt, dass das, was von Bülow bereits im Reichstag andeutete, nämlich der Kaiser als Opfer eines intriganten Kreises, den Tatsachen entspräche. Angereichert wird der Text durch mannigfaltige homoerotische Anspielungen. Es ist unbekannt, ob die Drohung der Veröffentlichung brisanter Briefe substanzlos war. Doch wer weiß, wie zum Beispiel das Mitglied des Liebenberger Kreises, der württembergische Gesandte Axel Freiherr van Bühler von und zu Hemmingen, an Molke nach dessen Scheidung schrieb, ahnt, was auf dem Spiel steht. Und jetzt, mein Dachs, da du frei bist, jetzt komm auch wieder zu mir, an mein weit geöffnetes Herz. Es ist einfach alles wieder, wie es von jeher war, nur dass ich dich, wenn möglich, noch mehr liebe. Zu Eulenburg reagiert umgehend. Er nimmt Kontakt mit dem Herausgeber, der die Zukunft, Maximilian Harden, auf und lässt sich auf einen Deal ein. Er werde den Kontakt zum Kaiser einstellen und Harden dafür auf weitere Publikationen verzichten. Dumm nur, dass der Kaiser seinen Kumpel im Jänner 1907 mit dem Schwarzen Adlerorden auszeichnet und zu Eulenburg daher nach Berlin muss. Harden sieht damit die Vereinbarung als gebrochen. Im April 1907 veröffentlicht Harden zunächst unter der Überschrift Wilhelm der Friedliche einen Artikel, in dem er gegen die enttäuschenden Ergebnisse der Marokko-Konferenz ätzt, um am 13. April zu schreiben: Philipp Eulenburg, Le Commis, den Tout Paris nicht seit gestern kennt, Kuno, Molke, Hohenau, die träumen nicht von Weltenbränden, haben's schon warm genug. Die Zeit der Andeutungen ist also vorüber und der Kronprinz sieht sich gezwungen, seinem Vater am 2. Mai vom Skandal zu erzählen. Nun wusste der Kaiser natürlich um die homosexuellen Neigungen seiner Freunde, doch mit der Publizierung des bisher offenen Geheimnisses muss er Farbe bekennen. Und das kann in dieser Zeit nur eines bedeuten: maximale Distanz. Am 3. Mai wird Molke nahegelegt, seinen Abschied einzureichen. Einen Tag darauf fordert der Kaiser von zu Eulenburg, er solle gefälligst seinen Namen durch einen Prozess reinigen. Einen Tag später fordert Molke Harden zum Duell. Dieser lehnt dankend ab. Als Ende Mai zu Eulenburg noch keine juristischen Schritte gegen Harden eingeleitet hat, lässt der Kaiser ihn wissen, er solle sich entweder vor Gericht wehren oder das Land verlassen. Außerdem habe er den diplomatischen Dienst umgehend zu quittieren, was zu Eulenburg im Juni auch macht. Es folgt eine Shitshow, die an Widerwärtigkeit und Verlogenheit schwer zu überbieten ist. Jeder beschuldigt jeden, schwul zu sein, und die Presse tritt jedes noch so fragwürdige Detail aus. Prozess reiht sich an Prozess. Mal wird zu Eulenburg freigesprochen, mal Harden. Eide werden abgegeben, Gerüchte gestreut, der Kaiser leidet einen Nervenzusammenbruch und im Laufe des Jahres 1908 setzt es die ersten Haftstrafen gegen, nun ehemalige, Offiziere wegen des Verstoßes gegen Paragraph 175. Diese Prozesse führen am 8. Mai 1908 zur Verhaftung zu Eulenburgs wegen Meineids. Hatte er doch wiederholt sein Ehrenwort abgegeben, dass nichts an den Vorwürfen dran sei, dabei aber eine Kleinigkeit vergessen. Die beiden Starnberger Fischer, die er 1886 dem jetzigen Kaiser vorstellte. Einer der beiden, namens Jakob Ernst, hatte
nur wenige Tage vor zu Eulenburgs Verhaftung zu Protokoll gegeben, dass es zwischen ihm und dem Fürsten zu homosexuellen Handlungen gekommen sei. Erst im September kommt der gesundheitlich schwer Angeschlagene zu Eulenburg gegen eine Kaution von 100.000 Mark frei. Das sind ungefähr 100 deutsche Durchschnittsjahreseinkommen. Er geht auf Kur nach Österreich, muss aber 1909 wieder nach Deutschland zurückkehren. Seine Kaution wird auf 500.000 Mark angehoben. Einen weiteren Prozess gibt es nicht, da der Angeklagte als nicht verhandlungsfähig gilt. Am 17. September 1921 verstummt der Troubadour für immer. Der einzige Freund des deutschen Kaisers war gesellschaftlich ruiniert und zerstört worden, weil ein Haufen reaktionärer Betonköpfe das deutsche Reich zu Glorie führen wollten, um es letztlich in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs elendiglich verrecken zu lassen. Mein Lieb, mein Lieb, das Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande.